Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe dieses Tutorial-Videos. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du deinen eigenen LAN-Cache-Server aufsetzen kannst, und zwar in der einfachsten Methode, die es aktuell gibt. Ich habe schon zwei andere Videos gemacht, die waren ein bisschen komplizierter von der Einrichtung her und du musstest einiges noch umändern, damit das Ganze bei dir funktioniert. Hier in Version 3 machen wir das Ganze so einfach, wie es aktuell möglich ist. Mit einem LAN-Cache-Server kannst du deiner LAN-Party einen Server bereitstellen, wovon Spiele als auch System-Updates geladen werden können, damit eben das Internet frei bleibt für die wichtigen Dinge. Wie du das Ganze einrichten kannst, das zeige ich dir jetzt hier im Video. Vorab, alle notwendigen Befehle, die du jetzt gleich brauchst, findest du auf meiner Homepage. Dort findest du auch dieses Video. Falls du nicht dort schon bist, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link, der dich dorthin führt. Klick dort rein, dann hast du alles, was du brauchst. Um natürlich alles umsetzen zu können, braucht man ein paar Mindestanforderungen an unser System. Diese sehen meiner Meinung nach wie folgt aus. Es gibt noch andere Anforderungen von den LAN-Cache-Entwicklern. Diese sind aber auch für einen sehr kleinen und vor allem Testaufbau einfach zu extrem. Deshalb finde ich meine Empfehlung hier besser. Bei der CPU sollten wir 4 Kerne aufweisen können, die Minimum 2 GHz takten. Je nachdem, wie groß deine LAN-Party ist und wie viele Personen eben dein Cache-Server betreuen soll, muss hier eventuell eine flottere CPU her. Hier musst du dich aber selber mal rantasten, was für deine Partygröße ausreichend ist. Beim RAM können wir mal mit 4 GB starten für einen Testaufbau, besser sind aber 8 oder wenn die Party größer wird, 16 oder 32 GB. Auch hier musst du dich selber mal so ein bisschen rantasten. Eine GPU brauchen wir hier in dem Fall nicht. Ich tatsächlich brauche eine, weil ich habe hier jetzt eine grafische Oberfläche, um das die etwas schöner zu zeigen. Wer ein Konsolenrocker ist und sich kurz per SSH auf dem Server aufschaltet, der braucht keine GPU. Bei der Festplatte haben wir jetzt die Qual der Wahl. Es reichen normale HDDs, hier können wir problemlos mehrere Terabyte in den Rechner reinbauen, ohne gleich bankrott zu gehen. 200 GB sind hier schon mal ein guter Start, um einen Testaufbau hinkriegen zu können. Besser sind aber mal 2 Terabyte oder mehr, je nachdem wie viele Spiele und Systemupdates du eben vorhalten möchtest. SSDs sind trotzdem empfohlen, weil dort die Zugriffszeiten einfach deutlich schneller sind. Bei der Netzwerkanbindung reicht eine 1 Gigabit Anbindung, mehr ist natürlich besser. Wenn du eine 10 Gigabit Anbindung hast, dann nimm auch die. Es hängt aber auch immer davon ab, was am anderen Ende steht, also dein Switch zum Beispiel. Wenn der einen 10 Gigabit Port hat, dann versuch diesen für deinen Cache-Server zu nutzen. Deine Partymitglieder wird's freuen. Beim System solltest du auf ein Linux-System, hier in dem Fall eher Debian oder Ubuntu, hier in meinem Fall Mint, setzen. Da funktioniert das Ganze einfach am besten und ich habe es damit auch getestet. Andere Derivate sollten funktionieren. Mit Windows klappt es eher nicht, also lasst dort die Finger, auch wenn darauf Docker läuft. Wir brauchen vollen Rootzugriff, da wir noch ein paar Pakete nachinstallieren müssen und Minimum eine feste IPv4-Adresse. Wir können leider hier für den LAN-Cache-Server kein IPv6 nutzen. Also deaktiviere am besten IPv6 via DHCP in deinem Netzwerk, damit die Clients nur per IPv4 kommunizieren können. Sind alle Mindestanforderungen geklärt, können wir mit der Installation beginnen. Ich mache das Ganze jetzt hier auf einem Linux Mint, einfach weil ich dann das grafisch etwas schöner darstellen kann fürs Video. Es reicht aber auch komplett aus, wenn ihr euch per SSH auf euren Root-Server aufschaltet. Wir beginnen als allererstes damit, dass wir hier mal ein Terminal dann dementsprechend bei mir öffnen und hier erstmal Root werden. Das kriege ich hier hin mit sudo Leerzeichen su, Enter. Das Root-Passwort eingeben und schon bin ich Root. Bevor wir beginnen, updaten wir noch unser System, damit wir hier auch auf dem aktuellsten Stand sind. Also apt-update und apt-upgrade abschicken. Und ja, mein System ist jetzt auf dem neuesten Stand, das ist doch perfekt. Damit gleich alle Befehle sauber funktionieren, brauchen wir 2 Pakete mindestens, die in neuen Distributionen tatsächlich immer fehlen. Das ist einmal curl und einmal git. Deswegen holen wir uns das Ganze kurz mit apt install curl und git, schicken das Ganze mit minus y gleich ab, damit das installiert wird. Geht in der Regel sehr schnell, sind auch nur 2 kleine Pakete. Im nächsten Schritt installieren wir uns nun Docker, denn damit der LAN-Cache-Server funktioniert, brauchen wir Docker. Das kriegen wir mit folgendem Befehl hin. Wir holen uns einfach das Installationsskript von Docker und führen das Ganze gleich aus. Also schicken wir es ganz ab und warten ab, bis Docker installiert ist. Das dauert eben je nachdem, was wir für ein System haben, kurz eine Minute. Gib also dem System kurz die Zeit, das Ganze zu machen. Wir kriegen gleich, wenn alles durchgelaufen ist,
auch ein, ich sag mal, Report angezeigt mit allen Informationen, die jetzt getan wurden und dass Docker installiert ist. Das ist dieser Bericht hier. Wird eben angezeigt, hat alles geklappt. Wir können auch nachgucken, ob Docker jetzt läuft. Das kriegen wir mit dem Befehl systemctl status docker hin. Und wir sehen hier, Docker ist running. Perfekt. Also drücke ich STRG C, um hier wieder meine Eingabeaufforderung zurückzuerhalten. Im nächsten Schritt brauchen wir noch Docker Compose, denn damit können wir dann nachher den LAN-Cache-Server starten. Je nachdem, was du für ein Betriebssystem gerade am Laufen hast und worauf das auch tatsächlich läuft, müssen wir gegebenenfalls den Docker Compose-Befehl noch kurz zusammenbauen. Ich habe auf meiner Homepage einen hingeschrieben, der automatisch auch die Kernel-Version erfassen sollte. Allerdings, wer zum Beispiel einen LXC-Container nutzt, mit Proxmox zum Beispiel, der kriegt das Ganze nicht heruntergeladen, weil es keine passende Proxmox-Version gibt. Darum gehen wir kurz ins Internet, öffnen hier also kurz einen Browser, rufen die GitHub-Seite von Docker Compose auf und scrollen hier ein bisschen runter. Hier suchen wir für unsere Distribution die passende Architekturversion aus. In meinem Fall ist es hier Docker Compose Linux x86-64. Mache hier einen Rechtsklick drauf, Link kopieren. Und dann gebe ich hier einfach mal kurz den Anfang ins Terminal ein, das wäre curl. Leerzeichen minus L, Leerzeichen und dann den Link einfügen von der Datei. Also github.com, bla 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 bla, Docker Compose Linux x86-x64. Und den Rest füge ich dann von meiner Homepage einfach ein. Das wäre dann minus O und wir legen einfach die Datei dann im Ordner usr local bin ab und nennen die Datei Docker minus Compose. Wir schicken das Ganze ab. Docker Compose wird runtergeladen. Sollte auch relativ zügig gehen. Und dann haben wir das auch erledigt. Damit Docker Compose jetzt funktioniert, müssen wir das Ganze natürlich noch ausführbar machen. Deshalb chmod plus x und dann geben wir einfach den Pfad an. Oder wir sind faul und kopieren uns den hier oben einfach ab. Und fügen den hier unten ein, also chmod plus x, Docker Compose, abschicken, perfekt. Wir können nun gucken, ob Docker Compose funktioniert mit Docker minus Compose. Leerzeichen minus V, gibt die Version raus und hier haben wir jetzt aktuell die Version 2.10.2. Als nächstes gehen wir in einen Ordnerpfad, wo wir einfach die LAN-Cache-Docker-Daten ablegen. Also nicht unbedingt dahin, wo jetzt der Cache nachher liegen soll, den können wir später nochmal irgendwo anders hinlegen, wenn wir wollen. Einfach nur dorthin, wo zum Beispiel deine Standard-Docker-Daten liegen. Ich schiebe die gerne in den Ordner OPT, deswegen wechsle ich jetzt hier einfach mal mit CT-OPT in diesen Ordner. Wenn wir hier reingucken, haben wir auch zum Beispiel hier den Ordner von Docker selber mit Containert. Hier rein laden wir jetzt das Projekt von LAN-Cache. Das kriegen wir mit dem Befehl git clone und dann den GitHub-Link mit github.com/lancache/docker-compose hin. Wir schicken das Ganze kurz ab, wird kurz heruntergeladen, geht wirklich sehr schnell, sind nur sehr wenige Daten. Wir haben dann einen Ordner erhalten, der nennt sich Docker Compose. Der ist jetzt vom Namen her etwas blöde, deswegen benennen wir den kurz um mit mv Docker Compose Leerzeichen LAN Cache. Ich benenne den jetzt einfach mal LAN Cache, dann ist es ein bisschen aussagekräftiger, was darin steckt. Drück Enter und schon habe ich einen Ordner LAN Cache. Gehen wir da rein. Sehen wir darin mehrere Dateien und eine Datei, die wir jetzt verändern müssen, sehen wir tatsächlich nicht. Denn wir öffnen jetzt zum Beispiel mit dem Editor Nano die Datei .env. Die ist versteckt, weil sie mit einem Punkt beginnt, deswegen sehen wir die gerade nicht, aber wir können sie trotzdem aufrufen. In dieser Datei selber müssen wir jetzt einige Sachen noch abändern auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Wünsche. Zum einen müssen wir hier die IP-Adresse LAN-Cache abändern. Hier tragen wir die IP-Adresse von unserem LAN-Cache-Server ein, die eben der Server selbst jetzt besitzt. Wie am Anfang erwähnt, sollte die statisch sein. Deswegen lösche ich hier das Beispiel hier komplett raus und es passt absolut gar nicht. Und wir gucken einfach mal kurz, was ich denn hier aktuell für eine IP habe. Das kriegen wir hin mit IP-Address. Und wenn ich das Ganze kurz groß mache, dann sind wir hier. Wir haben gerade das hier als lokale IPv4-Adresse. Also kopiere ich mir die kurz raus und füge die hier ein. Dann bei DNS-Bind-IP tragen wir ebenfalls die IP-Adresse von unserem LAN-Cache-Server ein. Also das ganze Spiel noch einmal.
Bei Upstream DNS müssen wir jetzt eben einen DNS-Server angeben, der eben unser LAN-Cache anfragt, wenn er selber Sachen nicht auflösen kann. Hier können wir irgendwas eintragen. Entweder, was standardgemäß jetzt hier drin steht, den Google DNS-Server. Wir können aber auch andere DNS-Server nehmen, wie zum Beispiel Cloud9, aber auch zum Beispiel unsere eigenen, wie ein Pi-hole oder Edgard Home. Somit haben wir nicht nur ein gecachedes Netzwerk, sondern auch noch ein gefiltertes Netzwerk, damit wir wirklich nur noch das Internet für die wichtigen Dinge frei haben. Ich gehe jetzt zum Beispiel einfach hin und trage hier wieder mein Pi-hole ein, wie in den anderen Videos auch. Dann habe ich eben gecacheden, werbefreien Inhalt. Ist doch geil. Das wäre bei mir jetzt auch die IP-Adresse, nur nicht die 57, sondern die 2 am Ende. Wir können dann hier bei Cache Root das Verzeichnis noch abändern, wo eben die gecacheden Daten liegen sollen. Wie gerade erwähnt, wir mussten ja die Docker-Daten nicht dahin legen, wo auch die Cache-Daten nachher liegen sollten, weil wir können es hier nochmal frei bestimmen. Habt ihr also eure großen Festplatten irgendwo anders gemountet und der LAN-Cache sollte dorthin zeigen, damit eben nicht eine kleine Betriebssystem-Festplatte vollläuft, dann können wir jetzt hier den Pfad abändern. Standardgemäß steht der Pfad eben so eingestellt da, damit jetzt alles in diesen LAN-Cache-Ordner reingeladen wird, den wir gerade angelegt hatten. Aber du kannst das ändern, indem du einfach hier vorne den Punkt gegen den anderen Mount-Pfad eben ersetzt. Also zum Beispiel /mnt und dann LAN-Cache. Da ich jetzt hier an meinen Server fürs Tutorial keine anderen Festplatten angebunden habe, lasse ich es hier bei dem Punkt. Dann haben wir hier unten die Cache Disk Size. Das ist eben die Dateigröße in Megabyte, wie viel eben unser Server bereitstellen kann. Standardgemäß steht jetzt das Ganze hier auf 2 Terabyte. Das ist schon mal einen guten Anfang. Deswegen habe ich auch vorhin das Beispiel gebracht mit der Mindestanforderung von 2 Terabyte HDDs. Ihr könnt den Speicher natürlich erweitern, soweit eben bei euch der reale Speicher deutlich größer ist. Ich habe jetzt hier fürs Tutorial nur einen kleinen Speicher, deswegen grenze ich das Ganze mal kurz ein auf 100 GB. Das habe ich jetzt im Server kurz hier zugewiesen, das reicht ja fürs Tutorial. Dann haben wir hier unten noch den Cache-Index. Hier müsst ihr ein bisschen Mathe machen und zwar wird hier empfohlen, pro zugewiesenen Terabyte 250 MB an Cache für den Index bereitzustellen. Ich belasse das Ganze jetzt hier mal auf 500 MB. Wir können aber auch hier jetzt tatsächlich weniger einstellen, weil ich habe jetzt nur 100 GB an Cache-Größe bereitgestellt. Wenn ihr eben mehr bereitgestellt habt als 2 Terabyte, dann müsst ihr hier eben ein bisschen Mathe machen und die passende Indexgröße für euch ausrechnen. Dann haben wir hier weiter unten noch den Eintrag für das Alter, also wie alt die Daten im Cache tatsächlich sein dürfen, bevor sie überhaupt mal gelöscht werden. Standardgemäß steht das Ganze hier auf 10 Jahre. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Wir können das Ganze auch runterbrechen auf zum Beispiel ein Jahr. Da werden die Daten, die älter als ein Jahr sind, automatisch rausgelöscht. Wohlgemerkt, wenn euer Cache aber voll läuft und er sollte neue Daten cachen, wird er automatisch die alten Daten löschen. Das heißt also nicht, dass die Daten dauerhaft ein Jahr oder 10 Jahre in dem Cache liegen, wenn er eben voll läuft. Weil dann werden die ohnehin gelöscht. Ihr könnt hier mal ein bisschen rumprobieren, aber in der Regel müssen wir den Wert hier nicht ändern. Zu guter Letzt können wir hier unten noch eine Zeitzone eintragen, damit der Server auch eine korrekte Zeit hat und vor allem auch so Sachen wie DNS sauber funktionieren. Wir müssen hier nur London abändern gegen Berlin, wenn wir hier in Deutschland sind, also Europa und dann Berlin. Wenn du dich woanders befindest, dann gib eben deine passende Zeitzone an. So, wir sind am Ende der Datei angelangt, sprich wir können nichts weiter konfigurieren. Also drücken wir STRG X, bestätigen das die Abfrage hier einmal mit J für Ja, ich möchte das Ganze speichern und drücke noch einmal Enter. Damit haben wir eigentlich den ganzen LAN-Cache-Server konfiguriert. Mehr müssen wir tatsächlich nicht tun. Wir müssen jetzt nur noch hingehen und das ganze Ding starten. Das kriegen wir mit dem Befehl hin, docker-compose ab und fügen noch ein minus d für detached dahinter, damit das Ganze jetzt gleich im Hintergrund weiterläuft. Das ist auch vor allem für die wichtig, die das eben per SSH gerade eingerichtet haben und Docker weiterlaufen soll, wenn ihr die SSH-Sitzung schließt. Ich schicke das Ganze ab und nun beginnt eben Docker die notwendigen Container herunterzuladen. Je nachdem, wie schnell deine Internetverbindung ist, kann das jetzt einen kleinen Moment in Anspruch nehmen. Gib dem Server kurz die Zeit, alles herunterzuladen. Du siehst ja hier nett in der Übersicht, wie weit er ist. Wenn der Text blau wird, hat alles runtergeladen. Sobald alles runtergeladen ist, startet er automatisch auch die Container, was jetzt hier Schritt 3 war. Und wir sehen hier zweimal startet. Okay, unser Cache-Server ist nun einsatzbereit. Damit wir gleich sehen, wie viel drüber geht, mache ich jetzt hier mal einen Ressourcenmonitor auf. Also einmal die Systemüberwachung her, einmal Ressourcen anzeigen und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen größer.
Dann haben wir hier nämlich gleich ein paar Graphen, dass wir sehen, dass was über den Cache-Server drüber geht. Okay, was ist als nächstes zu tun? Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Wenn du einfach nur mal zum Testen das Ganze ausprobieren möchtest, dann geh jetzt einfach zu deinem Client und probier dort ein bisschen durch. Wenn du das Ganze im produktiven Betrieb auf deiner LAN-Party installieren möchtest, dann ändere jetzt in deinem Router die Einstellung für deinen DNS-Server in den DHCP-Einstellungen und gib dort mit, dass der DNS-Server gefälligst dein LAN-Cache-Server ist. In meinem Fall eben dann mit der IP 192.168.178.57. Denn alle Clients brauchen jetzt diese IP-Adresse als DNS-Server. Da ich jetzt das Ganze hier nur fürs Tutorial mache und nicht in meinem Netzwerk produktiv einsetze, machen wir das Ganze jetzt einfach zum Testen mal auf meinen Clients. Sprich, ich schalte hier mal kurz rüber. Hier haben wir jetzt einmal ein Manjaro am Start, weil es funktioniert ja auch mit Linux-Betriebssystem. Hier muss ich jetzt einfach hingehen und meine Netzwerkeinstellungen öffnen. Muss hier in die Einstellungen bei meinem Adapter, dann hier einmal bei IPv4, muss hier die automatische Zuweisung des DNS-Servers rausnehmen und hier eben jetzt kurz meine IP von meinem LAN-Cache-Server eintragen, also 192.168.178.57. Und, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, wir haben keinen IPv6-Support, deswegen schalte ich hier IPv6 bei mir aus. Ich drücke hier auf Anwenden, starte dann meinen Adapter hier einmal kurz neu, damit er die Einstellungen übernimmt. Okay. Und damit wir das Ganze jetzt super hinbekommen und es auf Anhieb sauber funktioniert, vor allem auch beim Einrichten, gehen wir hin und leeren den Download-Cache bei Steam. Es ist jetzt furchtbar klein, ich weiß nicht warum Steam so mega klein ist auf Manjaro. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Wir drücken hier oben auf Steam, gehen in die Einstellungen, wählen dann hier Downloads aus und drücken hier unten auf Download-Cache leeren. Bestätigen das Ganze mit OK. Und Steam wird jetzt geschlossen und wir müssen uns jetzt gleich neu anmelden. So, ist die Anmeldung erfolgt, sollte eigentlich Steam ganz normal wieder aufgehen, als wäre nichts Besonderes gewesen, auch wenn wir jetzt tatsächlich über unseren Cache-Server surfen. Nun bleibt uns nichts anderes übrig, außer mal ein Spiel herunterzuladen. Gehen wir einfach mal hin und suchen hier was aus der Steam-Liste aus. Nehmen wir mal so ein typisches LAN-Party-Spiel, nehmen wir hier einfach mal CSGO. Ist ein bisschen größer, dann sehen wir auch gleich den Effekt gut. Ich lasse das Ganze ganz normal hier installieren, mache nichts Besonderes und der Download startet. Also können wir hier in die Downloadliste gucken und sehen da, dass eben das Spiel jetzt heruntergeladen wird. Je nachdem, wie schnell deine Internetverbindung ist, dauert es jetzt eben seine Zeit, damit er eben das Ganze herunterlädt. Auch keine Panik, wenn deine Internetverbindung jetzt nicht voll anliegt, zumindest hier. Es kann jetzt sein, weil der Cache-Server im Hintergrund jetzt anfängt zu arbeiten, dass eventuell nicht die volle Bandbreite jetzt sofort ankommt und der hier tatsächlich langsam dann immer schneller wird. Bei mir liegen jetzt knappe 400 Mbit an Download an, deswegen momentan habe ich noch nicht das Maximum erreicht, was meine Internetverbindung hergibt, aber in dem Fall macht es jetzt erstmal nichts. Wir betanken jetzt so lange eben den Cache-Server und müssen jetzt kurz abwarten, bis hier eben das Spiel heruntergeladen ist mit seinen etwas mehr als 12 GB Downloadgröße. In der Zwischenzeit können wir hier auf meinen Cache-Server umschalten und sehen, hier über die Netzwerkkarte geht jetzt einiges drüber. Wir sehen auch hier dann dementsprechend, ja, bei einem Client jetzt wirklich auch nur den Traffic von dem Client selber. Also der Cache-Server zieht sich die Daten und gibt dann diese an den Client direkt weiter. Wenn das Spiel groß genug ist und vielleicht der Plattenplatz klein genug, können wir hier über Dateisystem dann auch sehen, dass unsere Festplatte immer voller wird. Momentan habe ich eben knappe 18% der Festplatte benutzt. Sollte jetzt weniger werden, wenn eben der Download abgeschlossen ist, dann sollen wir noch knappe 70 GB oder so übrig haben. So, ist das Spiel dann heruntergeladen, kann ich auch hingehen, dann in meine Bibliothek zurück und das Spiel hier auch direkt wieder rauswerfen, denn ich will ja gucken, ob der Cache funktioniert. Also gehe ich hin, drücke hier deinstallieren, dann schmeißen wir das noch runter und sobald es eben deinstalliert ist, gehen wir einfach wieder hin und drücken auf installieren, drücken das Ganze hier nochmal kurz durch, drücken auf OK und nun sollte eigentlich Steam jetzt hingehen, merken, wir haben Cache-Server am Start, beziehungsweise Steam merkt das nicht, sondern der Cache-Server selber merkt das dann und liefert die Daten direkt vom Cache aus und zieht hier nichts mehr übers Internet. Wir sehen jetzt auch, wir haben eine deutlich höhere Bandbreite, je nachdem, was ihr eben für ein Netzwerk habt.
können wir hier problemlos ein Gigabit oder mehr abrufen. Da ich das Ganze jetzt hier zum Zeigen der virtuellen Maschine mache und auch noch eine Aufnahme da laufen lasse, kriege ich halt nicht die volle Bandbreite hin. Dennoch sehen wir aber, ich lade jetzt mit doppelter Geschwindigkeit hier herunter, also knapp 500 bis 600 Mbit mehr, als ich eigentlich Internet bekomme. Denn übers Internet geht jetzt nichts mehr. Wir können das Ganze verifizieren, wenn wir hier auf den Cache-Server gucken. Hier haben wir eben jetzt wieder unseren Ressourcenmonitor. Wir sehen hier, es geht wieder einiges über die Leitung drüber. Allerdings geht tatsächlich nichts mehr hier übers Internet, sondern alles kommt jetzt hier aus dem Cache. Wir sehen auch mittlerweile, wir brauchen 3 GB RAM. Ziehen wir mal noch 1 GB für den Desktop hier ab, sind wir bei guten 2 GB RAM, die wir alleine für einen Client hier mit dem Docker im Hintergrund benötigen. Während mein einer Client jetzt im Hintergrund noch eben CSGO herunterlädt, können wir problemlos auch hingehen und beim zweiten, jetzt hier eben ein Windows-Rechner mit einer besseren Skalierung von Steam, das Ganze auch ausprobieren. Während im Hintergrund mein einer Client eben noch das Spiel herunterlädt, können wir hier mit dem Windows-Client noch weitermachen. Hier dasselbe Spiel, ich muss noch kurz die Netzwerkkarte anpassen, also gehe ich mal kurz in die alte Systemsteuerung, denn die ist einfach besser als das neue Einstellungsgedönse. Gehe dann hier auf Netzwerk und Internet. Wähle hier das Netzwerk- und Freigabesender aus, habe dann hier meinen einen Netzwerkadapter mit der LAN-Verbindung, drücke dann hier einfach auf Ethernet 0 in meinem Fall drauf, gehe dann hier in die Eigenschaften und deaktiviere hier einmal IPv6, denn das Protokoll können wir gerade nicht verwenden und editiere hier auch eben die IPv4-Einstellungen und gebe hier als DNS-Server eben die IP-Adresse des LAN-Cache-Servers an, also 192, 168, 178, 57. Bestätigt das Ganze mit OK, hier auch OK und schließen. Dann können wir hier das auch schließen und zur Sicherheit auch hier bei Steam den Download Cache leeren, also Steam, Einstellungen, Downloads, Download Cache leeren, OK. Und ist auch die Anmeldung geglückt, können wir hier auch hingehen, CSGO auswählen, drücken wir hier auf Installieren und klicken auch das hier durch. Und normalerweise sollte jetzt auch sofort der Cache-Server anspringen, soweit eben Valve dieselben Daten für Linux als auch für die Windows-Version verwendet. Schauen wir mal. Drücken wir hier auf OK. Gehen dann hier auf Downloads und ich mache mal hier noch einen Task-Manager auf. Und nach kurzer Zeit sehen wir auch hier liegen 500 bis 600 Mbit dann an. Wahrscheinlich ist jetzt hier die Festplatte mehr ausgelastet anstatt meine Internetverbindung, weil das Spiel hier auch noch gezippt ist oder sowas, weil es auch noch im Hintergrund entpacken muss. Deswegen ist die Festplatte hier gut am Rödeln und wir brauchen nicht ganz so viel Bandbreite. Wir sehen aber hier immer mal Peaks über 700 bis 800 Mbit. Problemlos könnte er jetzt hier auch ein Gigabit abrufen, wenn es die SSD mitmachen würde hier in meiner virtuellen Maschine. Damit haben wir aber auch den Beweis, das Ganze hier funktioniert direkt wieder aus dem Cache. Mein Cache-Server im Hintergrund hat nämlich jetzt aktuell keine Lust, irgendwas übers Internet zu ziehen. Um das Video hier noch ein bisschen in die Länge zu treiben, möchte ich dir hier nur zwei Tipps zum Schluss zeigen, wie du als Administrator das ganze Ding etwas besser kontrollieren kannst und vor allem auch Spiele schon mal vorladen lassen kannst, damit zu Beginn deiner LAN-Party alle notwendigen Spiele eben auf deinem LAN-Cache-Server liegen. Dazu minimiere ich jetzt hier einfach mal kurz Steam und den Task-Manager und öffne mal kurz ein Kommandozeilenfenster. Also rufe hier einmal CMD auf. Denn du kannst gucken, ob dein LAN-Cache-Server korrekt angesteuert wird. Wenn wir einfach mal danach fragen, ist denn unser LAN-Cache-Server für Steam erreichbar? Das kriegen wir hin, indem wir hier ein NSLookup machen, also einfach NSLookup Leerzeichen und dann geben wir als URL steam.cache.lancache.net ein. Drücken Enter. Und dann sehen wir hier, als Rückgabe kommt einmal Server Unknown, okay, macht nichts, aber die IP-Adresse von unserem DNS-Server bzw. von unserem LAN-Cache-Server. Hier drunter auch die Domain hier hat die IP-Adresse von unserem LAN-Cache-Server. Sollte hier jetzt eine öffentliche IP-Adresse drin stehen, dann funktionieren deine DNS-Einstellungen vermutlich noch nicht. Dann musst du mal gucken, was du noch ein bisschen falsch konfiguriert hast. Es sollte hier jetzt definitiv als Antwort eben eine lokale IP-Adresse von deinem LAN-Cache-Server erscheinen. Selbes Spiel mit einer anderen Domain, nslookup lancache.steamcontent.com. Und auch hier kriegen wir wieder als Rückgabe, ist unser LAN-Cache-Server. Also hier funktioniert alles perfekt.
Um Spiele jetzt eben vorladen zu können und nicht alle jetzt hier auf deinen Rechner herunterladen zu müssen, die ihr spielen wollt, gibt es noch ein kleines Tool, was dann ermöglicht, einfach die ganzen Spiele direkt auf den LAN-Cache-Server herunterladen lassen zu können und nicht hier unseren Rechner noch zumüllen zu müssen. Dazu mache ich hier das Fenster wieder zu, gehe nochmal kurz ins Internet, rufe also hier mal kurz den Browser auf und rufe hier die GitHub-Webseite von Steam LAN Cache Prefill auf. Denn das kleine Tool ermöglicht uns, die Steam-Spiele vorab eben herunterladen lassen zu können. Mit anderen Clients geht das leider noch nicht. Den Link findet ihr auch übrigens auf meiner Webseite. Wir scrollen dann einfach ein bisschen weiter runter und suchen uns hier für unser eingesetztes Betriebssystem den passenden Client aus. In meinem Fall sind wir jetzt gerade noch auf Windows unterwegs, deswegen wähle ich hier den Windows-Client aus, lade das Ganze kurz herunter und kann dann den Browser wieder schließen. Dann gehe ich einfach hin, gehe in meinen Download-Ordner, habe hier dann das ZIP-Archiv, gehe dann da rein, habe hier noch einen Ordner und dann kopiere ich mir hier einfach diese Excel-Datei kurz raus. Zum Beispiel direkt hier in den Download-Ordner einfügen. Perfekt. Und dann kann ich bei Windows 11 jetzt hingehen und kann hier einen Rechtsklick reinmachen und sagen Open in Windows Terminal. Wähle das also an, dann macht er mir hier ein Terminal auf und er leitet mich automatisch hier in den Pfad von meinem Download-Ordner. Wenn ihr noch Windows 10 nutzt und das hier nicht machen könnt, dann könnt ihr hier einfach CD, Leerzeichen und dann exakt diesen Pfad, den wir hier sehen, eintragen. Lediglich das Windows 11 hier müsst ihr gegen euren Nutzernamen ersetzen. Wenn ihr Tab drückt, wird automatisch sowieso alles vervollständigt, von dem her könnt ihr euch dann nicht verschreiben. In dem Ordner gehen wir dann einfach hin und führen die Excel-Datei aus. Das ist nur eine Terminal-basierte Anwendung, deswegen haben wir hier keine grafische Oberfläche. Also .backslash s für Steam. Wir drücken Tab, dann wird das Ganze vervollständigt. Also Steam Prefill.exe hier in meinem Fall. Ich schicke das Ganze ab und die Anwendung wird gestartet. Ich mache mir hier kurz auf Vollbild, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wir kriegen dann nämlich kurz eine Information angezeigt, wie wir das ganze Ding verwenden sollen. Wir können dann hier mit H noch die Hilfe anzeigen lassen. Wir benötigen aber hier nur die Commands. Einmal Clear Cache, Prefill und Select Apps sowie, wenn möglich, hier Select Apps Beta. Wir benutzen hier den letzten Befehl Select Apps Beta, weil dann haben wir die neue Ansicht, die ihr vielleicht in Zukunft auch direkt sehen werdet, wenn ihr diese Anwendung nutzt. Deswegen Select Apps Beta hinter die Anwendung noch schreiben, dass wir das als Parameter mitgeben. Drücken Enter. Und dann kriegen wir hier auch direkt Eingabemöglichkeiten. Wir müssen uns nämlich jetzt hier noch mit unserem Steam-Account wieder anmelden. Ohne Steam-Account geht es leider nicht. Und mit dem Anonymous-Account, den Steam mir anbietet, um zum Beispiel mit Steam CMD was runterzuladen, geht hier nicht. Deswegen logge ich mich kurz ein. Und sobald ich mich dann angemeldet habe, dann ändert sich das Bild hier in einen Übersichtsbrowser, wo wir dann eben Spiele auswählen können, die wir besitzen, die wir dann runterladen können. Nicht wundern, hier stehen zum Teil auch Spiele drin, die ihr mal vielleicht an einem Wochenende kostenlos zur Verfügung hattet, um zu spielen. Deswegen nicht wundern, wenn die Liste vielleicht etwas größer ist, als ihr erwartet hattet. Wir können dann einfach hingehen und mit dem Pfeiltasten hier drin arbeiten. Wir können hier einfach ein bisschen runterscrollen, dann wird das Ausgewählte hier so ein bisschen türkis. Wir gehen dann einfach mal hin und laden hier was Nettes herunter. Nehmen wir hier mal den guten Euro Truck Simulator 2. Also gehe ich dann da drauf, drücke dann die Leertaste, um das Ganze auszuwählen. Dann kriegt das hier so einen verkorkten Haken hin, das was eben ausgewählt haben. Ihr könnt jetzt alles auswählen, was ihr herunterladen möchtet. Also es muss nicht nur eins sein, es kann auch mehr sein. Und sobald wir alles ausgewählt haben, drücken wir einfach Enter, um das Ganze zu speichern. Dann fragt ihr uns ab, sollen wir das Ganze jetzt schon mal vorfüllen? Wir sagen hier Yes und dementsprechend wird das Spiel mit den Daten jetzt heruntergeladen. Je nachdem, wie gut eben deine Internetanbindung ist, geht auch das wieder einen kleinen Moment. Wir sehen auch hier mit der Ausgabe, dass er eben gemerkt hat, dass er sich im lokalen Netzwerk befindet und LAN-Cache-Server eben bereitsteht, den er dann eben anzapfen kann. Wenn ihr nämlich eine falsche Konfiguration gemacht habt oder hier bei eurem Client, mit dem er eben das Ganze jetzt abgeschickt hat, eben noch eine Fehlkonfiguration habt, dann wird er sagen, Moment mal, ich kriege meinen Steam-Cache-Server nicht, willst du wirklich das Spiel herunterladen? Und dann merkt ihr habt irgendwo noch eine Konfiguration falsch gesetzt, müsst ihr dann eben nochmal prüfen und korrigieren. Sobald das Ganze eben heruntergeladen ist, können wir dann auf unseren Clients wieder hingehen und das Spiel ganz normal herunterladen und laden es automatisch von unserem Cache-Server. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe jetzt hier eben zum Schluss hin noch ein paar Tipps und Tricks eingebaut, die dir eventuell beim Aufbau behilflich sein können.
Wenn das Video gefallen hat, dann lasst es Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle natürlich dieses Video an deine Freunde weiter, soweit die der Admin von der nächsten LAN-Party sind und gefälligst einen LAN-Cache-Server aufsetzen sollen. Bis dahin, viel Spaß auf deiner nächsten LAN-Party und hau rein. PS, ich freue mich gerne über Fotos von Benchmarks von deinem LAN-Cache-Server.